Oida, was geht ab, Leute? Team Hubble hier. In Mainz, auf der DM 2016. Jetzt haben wir Nico Stackprofile. Er hat noch Ding mitgespielt. Wie hieß es? Regionals Qualifier. Genau. Top 16 K.O. Hat er sich noch EM gegönnt. EM-Quali gegönnt. Mit seinem P-Deck. Genau, ich habe Klee-Anti gespielt. Dreimal Helix. Viele spielen ihn zweimal, ich spiele ihn dreimal, weil sein Effekt kommt eigentlich immer durch. Kann zum Beispiel eine tote Strike negieren. Monster bleibt bei Strike im Pendeldeck, kannst dann wieder beschwören. Also Helix richtig gut. Eigentlich spiele ich meistens immer auf den. Dann zweimal den Träger. Auf die Handbounzen, wenn du zum Beispiel an die Monster nicht vorbeikommst. Genau, das sind eigentlich zwei Standards. Kein Stealth, Stealth habe ich nicht gespielt, bin kein Fan davon, irgendwie, die hat mich nicht so überzeugt, weil wenn die auf den Blick kommt, kein Effekt und die zerstört nicht, sondern schickt nur auf die Hand. Einmal Monolith, einmal Scout, einmal Grabwächter des Kommandant. Also ziemlich wenig Monster im Vergleich zu anderen Antidecks und anderen Klee-Decks. Dann Zauber ist wieder ein bisschen Standard, dreimal Topf, dreimal Kunst des Beschwörers. Dreimal Card of the Mice, zweimal Necro Valley, einmal Raigeki, einmal Darkhole, ist quasi um über die Monster wegzukommen, wenn man anfängt nicht so optimal, aber falls der Gegner dann doch die Sachen wegbekommt, kann man die dann aktivieren. Also ich denke, ein Darkhole ist gut, also zwei will ich nicht spielen, zwei wäre zu viel, weil man will eigentlich immer auf die Fallen gehen. Einmal Sacrifice. Die ist gut gekommen, aber ich, wie gesagt, ich habe die auch mal eine Zeit lang sogar nicht getestet, weil ich immer auf die Fallen spielen wollte, also immer fünf verdeckt haben wollte. Und aber die kam eigentlich dann doch ganz gut, weil dann die Kree-Monster mehr Angriff hatten. Einmal noch Upstart zum Deck verdünnen und konstant dann ziehen als Strong Engine. Dann dreimal Strike. Kam nicht unbedingt so gut wie erwartet, habe ich gegen Cosmo eigentlich immer rausgebordet, wenn ich nicht angefangen habe. Dann dreimal Chaos Trap Hole, die kam sehr gut. Monarchen war das meistgespielte Deck, gegen Monarchen war die super, gegen Cosmo war die auch gut, außer wenn er vielleicht Cosmo Town hatte. Dann dreimal Magischer Abfluss. Also die war richtig gut, die kann ich nur empfehlen. Vor allem, was oft gekommen ist in der Kombination mit Tal der Toten. Gegner sucht sich mit Ten City eine Zauberkarte, das lasse ich noch durchgehen. Und dann wirft er für Pantheism ab, wenn ich Necro Valley habe zum Beispiel. Und discardet dann und dann spiele ich Magischer Abfluss, macht er minus 2 und kann Pantheism da nicht banishen. Ne? Dann dreimal Rivalität. Gegen Monarchen sehr gut, gegen Cosmo so lala, weil viele haben gewusst, dass sie, wenn sie ein Psi-Monster haben, dass sie dann doch beschwören können oder mit der Lady. Die haben alle unser Tipps und Tricks Video gesehen. Alle haben unser Tipps und Tricks Video gesehen, vielleicht hätten wir es danach online stellen sollen. Das war, glaube ich, dann ein bisschen zu voreilig von uns. Ne? Jetzt haben wir die neue Spiegelkraft, die kam eigentlich nicht so viel, die habe ich nicht so oft gezogen. Viele haben aber auch damit gerechnet, haben versucht, die zum Spielen, haben da nicht mit allen Monstern angegriffen, weil jeder weiß, dass man die eigentlich zwei bis dreimal im Anti spielt. Ich weiß nicht, ob ich sie noch dreimal teste. Problem ist halt, die ist nicht chamber. Ich wollte noch eine andere Karte spielen, die einen ähnlichen Effekt hat. Diese dazu Blade. Machen wir vielleicht noch ein Video. Dazu machen wir noch ein Video, die habe ich aber nicht gefunden. Keiner hatte die, keiner kennt die Karte. Einmal ernste Warnung. Braucht man, glaube ich, nichts dazu sagen. Bottomless war auch gut, die großen Monster wegzubekommen. Und einmal Lehre der Eitelkeit. So. Side Deck. Ja. Zweimal Sturmkraft, wenn man nicht anfängt. Und gegen Cosmo. Die Klee-Monster dann beschwören. Dann einmal Schwarzes Loch, wenn man nicht anfängt. Auch gegen Cosmo, wenn zum Beispiel Necro Valley liegt, hatte ich auch mal, dass ich da Necro Gegner hat, keine Ahnung, zum Beispiel. Einmal Slip Rider, Dark Destroyer, da liegt halt Tal der Toten und dann kann man immer schön die Monster wegmachen. Einmal Zwillings Twister, den habe ich jetzt für die Regionals reingetan.
ich weiß gar nicht mehr, was das vorher war. Auf jeden Fall, es haben mehr Leute Anti gespielt als gedacht. Yosenju wurde sehr viel gespielt zum Beispiel. Auch Klee Mirror Match. Und Decree waren jetzt sehr, sehr viele Leute. Also man muss auch gegen Decree was reintun. Da reicht Helix nicht alleine. Dreimal Magiedeflektor. Der kam auch gut. Man muss nur bedenken, dass Karten unchainbar sind. Also die muss man klug aktivieren. Weil zum Beispiel der Gegner kann auch dann Twister anketten oder Stormforce. Da muss man wirklich aufpassen. Und die eigenen Karten werden negiert. Also das heißt, wenn Necro Valley liegt, wird die auch negiert. Gegen Monarchen war die super. Also habe ich gebaut gegen Monarchen. Dreimal Full House. Fürs Mirror. Habe ich selber einmal auf, glaube sogar 5 Karten kassiert. Dann im dritten Spiel habe ich dann extra mit Demise eine abgeworfen, damit er sie nicht aktivieren kann. Er hatte sie tatsächlich. Dann dreimal kaiserliche Eisenmauer. Dazu muss man nichts sagen, also die ist gegen Cosmo richtig gut. Vielleicht sollten wir dazu noch ein Ruling machen zu Emergency Teleport, was da passiert. Ich glaube, da war sich nicht keiner sicher. Doch. Ja. Alle außer dir. Okay. Geht nicht, Mann. Einmal Seelenentzug. Auch gegen BA, aber habe ich eigentlich fast nie geboardet. Habe ich nicht gebraucht. Einmal Makrokosmos. Sag ich mal, gegen wenn man anfängt, Monarchen, dies und das und so weiter. Natürlich muss man bei Makrokosmos auch aufpassen, die Monster gehen da nicht in die Pendelzone. Cards of Demise kann nicht aktiviert werden. Dazu machen wir noch ein Video, genau, Mann. Cards of Demise kann nicht aktiviert werden. Laut Judge ist, glaube ich, wirklich sehr oft passiert, dass jemand Makrokosmos hat und dann Cards of Demise aktiviert wurde. Schnell auf das extra Deck. Extra Deck war nur da Müll. Beschwört man eh nicht. Ja, ja, das ist nur Müll, das hat eigentlich. Weißt du, was passiert? Ja, der ist ein Level 4er nie raus. Also ich habe extra Deck nie was beschworen. Ja, ja. Also, typisch Clifford. Ja. Ansonsten dein Fazit zum Turnier, zum Main Event und zu deinem Deck. Deck hat mir richtig gut gefallen. Okay. Ich werde es auch weiterhin spielen. Problematisch war Timeout. Ich habe ein paar Spiele jetzt da in Timeout verloren, wo ich glaube ich das Game relativ sicher in der Darf ich noch eine Frage? Was hältst du davon? Bagushka, Matek-Karte, Notreserve. Da hast du ja immer viele Backrow. Ich halte nichts davon, weil du kannst immer noch ein OTK kassieren, weil deine Backrows kommen weg. Zum Beispiel, was weiß ich, wer jetzt gegen Cosmo spielt, der will nicht ihre Notreserve auf kaiserliche Eisenmauer machen. Aber dann ist im Time halt mal nicht. Im Time. Der Endphase, ja, aber im Time ist ja kein, sag ich mal, es ist Time und die Runde ist vorbei, sondern es gibt halt noch 6 Runden, da kann viel passieren. Also es ist nicht so, da aktivierst du einmal Notvorräte und dann ist vorbei. Okay. Ja. Also von dem her. Und ja, genau, also Fazit, wie gesagt, Timeout. Wie bist du im Main Event gegangen? Main Event 4-3, leider nicht Tag 2. Ja, wir auch, ja. Gegen, ja, ich sag, zweimal im Time verloren. Waren knappe Spiele. Aber ansonsten Regionals, ich war gut, das Deck beherrsche ich jetzt besser und ja, schauen wir mal, was die M bringt. Dann habe ich noch eine Frage, wieso hast du kein Recreate gespielt? Recreate, also Recreate, erstmal Ruling ist, wir haben lange gebraucht, bis wir überhaupt gewusst haben, was die Karte richtig kann. Recreate ist gut, hat Vorteil, ist es super. Und der Nachteil ist aber, wenn sie einmal aktiviert wurde, dann werden die Effekte aktiviert, weil es eine Kette startet. Mhm. Danach klaut es mir einen Platz, weil ich habe oft, dass ich zu viel verdeckt habe, Cut of Demise und so weiter, dann kann ich nichts mehr aktivieren und die blockiert dann, weil sie nichts mehr negiert. Und die kann auch meine eigenen Klimotzer eventuell entfernen, das kann auch schlecht kommen. Deswegen habe ich mich nur für Sacrifice entschieden. Alles klar. Das war Nico Stack. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin leider nicht. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.